Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Kanal Depression und es geht trotzdem weiter. Heute möchte ich mit euch über das Thema positive Lebenseinstellung sprechen, warum sie so wichtig ist, was sie bewirkt und ob man sie überhaupt auch erlernen kann. Aber wie definiert sich jetzt die positive Lebenseinstellung? Das ist eigentlich recht einfach. Die positive Lebenseinstellung definiert sich dadurch, dass man das Leben als eine Sammlung von Möglichkeiten und Chancen ansieht. Im Gegensatz zu negativen Lebenseinstellungen, wo man das Leben voller Barrieren und Hindernisse sieht. Aber das wollen wir nicht bei der positiven Lebenseinstellung. Da wollen wir wirklich, und ich sage es gerne noch einmal, das Leben voller Chancen und voller Möglichkeiten, die uns allen offenstehen, sehen. Eine Frage, die oft im Raum steht, die ich auch jetzt gerne gleich sofort beantworten möchte, ist: Kann man eine positive Lebenseinstellung lernen? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach: Ja, man kann sie lernen. Es ist möglich, Gedanken, Emotionen und Wahrnehmung so zu erlernen, dass man sie auch steuern kann. Eine weitere wichtige Frage, die man sich mal stellt: Was hat eine positive Lebenseinstellung für Auswirkungen auf mein Leben? Zum einen stärkt eine positive Lebenseinstellung das seelische Wohlbefinden, die seelische Gesundheit wird gestärkt und damit auch das emotionale Befinden. Des Weiteren werden die Wahrnehmung und die Achtsamkeit gestärkt. Hinzu kommt noch, dass die Lebenserwartung gesteigert wird und auch, dass die körperliche Gesundheit gestärkt und gekräftigt wird. Außerdem wirkt sich eine positive Lebenseinstellung darauf aus, wie wir an Projekte, die wir haben, an Aufgaben, die wir haben, herangehen. Denn eine positive Lebenseinstellung wirkt sich positiv auf die Erfolgserwartung und auf die Erfolge selber aus. Und was natürlich auch ganz wichtig ist bei der positiven Lebenseinstellung, wo sie sich halt auch ganz wesentlich auswirkt, ist bei unseren sozialen Kontakten, bei unseren Interaktionen mit Menschen, in Partnerschaften, bei Familien, bei Interaktionen mit Kollegen im Beruf. Auch da ist eine positive Lebenseinstellung wirklich ganz, ganz essentiell und wird uns da weiterhelfen, auch da wieder erfolgreich zu sein und positiv interagieren zu können. An dieser Stelle war es das erst einmal zum Thema positive Lebenseinstellung. Es war eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich sagte ja schon am Anfang des Videos, man kann lernen, die positive Lebenseinstellung für sich zunutze zu machen, sie selber auch zu erlernen. Und die Hinweise darauf oder die Tipps und Tricks, wie man diese positive Lebenseinstellung lernt, die stelle ich euch nochmal in einem separaten Video zusammen. Auch das werdet ihr natürlich dann hier in dem Kanal bzw. hier in der Playlist mitfinden. Und entsprechend, falls ihr schon Erfahrung habt mit dem Lernen positiver Lebenseinstellung oder Ähnlichem, postet es bitte mit in die Comments, postet es bei Facebook, wo immer ihr mögt. Ich würde mich tierisch freuen. Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Alles Gute. Euer MK.